Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Die Frage, die Sie gestellt haben oder die jemand eingereicht hat, ist eigentlich kurz und bündig zu beantworten. Ja, Konfliktform der Zukunft, das trifft zu. Aber die Frage ist ja nun eigentlich, warum das so ist. Um diese Frage zu beantworten, ist zunächst zu klären, was der Ausdruck hybride Kriegführung eigentlich meint. Wie für Begriffsdebatten nicht unüblich, gibt es hier unterschiedliche Explikationsvorschläge. Übereinstimmung besteht zunächst darüber, dass hybride Kriegführung konventionellen Formen des Kampfes durch Einsatz regulärer militärischer Kampfkräfte mit irregulären Formen der Kriegführung flexibel kombiniert. Bleibt man bei einer derartig allgemeinen Bestimmung des Begriffs, dann reicht bereits der gleichzeitige Einsatz von irregulären Armeeeinheiten und von Guerillakämpfern oder terroristischen Aktivitäten innerhalb desselben Konflikts zusammen mit regulären Einheiten, um von hybrider Kriegführung zu sprechen. Autoren, die so verfahren, kommen zu dem Ergebnis, dass hybride Kriege keineswegs neu sind und finden Beispiele dafür bereits in der Antike. In einem bekannten Buch zu diesem Thema wird etwa schon die Art des Kampfes, durch die die Germanen die römischen Legionen des Varus besiegten, unter diesem Titel verbucht. Als Novum und Kriegsform des 21. Jahrhunderts erscheinen hybride Kriege hingegen dann, wenn die Erweiterung des Repertoires irregulärer Kampfformen durch neuere technische Möglichkeiten hervorgehoben wird. So zum Beispiel durch Cyberattacken auf technische Infrastruktureinrichtungen und Produktionsanlagen, durch Beeinträchtigung der Energieversorgung, durch massenmediale Kampagnen und die verdeckte Lancierung propagandistischer Äußerungen in sozialen Netzwerken oder durch die Unterstützung von Aufständischen mit hochtechnisierten Waffensystemen. Die Liste der Kampfformen ist offen und wandelt sich mit der Veränderung technischer Möglichkeiten. Das Diktum von Clausewitz, der Krieg sei ein wahres Chamäleon, gilt hier in gesteigertem Maße. Gemeinsamer Nenner der verschiedenen Erscheinungsformen hybrider Kriegsführung ist dabei die Entgrenzung des Kampfes, und zwar in dreifacher Hinsicht. Erstens, alle sachlichen Möglichkeiten, dem Gegner zu schaden, kommen grundsätzlich in Betracht. Zweitens, Attacken richten sich nicht nur gegen das Militär, sondern potenziell auf alle Bereiche und Akteure des zivilen Lebens. Drittens, Angriffe sind jederzeit ohne vorausgehende Kriegserklärung möglich und werden oft verdeckt geführt, sodass dann auch die Abgrenzbarkeit zwischen Phasen des Krieges und des Nichtkrieges unterminiert wird. Als aktuelle Beispiele hybrider Kriegführung gelten etwa Russlands Verhalten im Ukraine-Konflikt oder die flexibel variierten Formen des Kampfes, wie sie beim Islamischen Staat zu beobachten sind. Verglichen mit konventionellen Formen des Krieges weist die hybride Kriegführung wesentliche Vorteile auf. Cyberattacken, Angriffe, die von irregulären Kämpfern ohne nationale Hoheitszeichen geführt werden, und andere verdeckte Formen des Kampfes ermöglichen es dem Angreifer, verborgen zu bleiben und bieten dadurch unter Umständen auch Schutz vor Vergeltungsschlägen. Die Nutzung solcher Kampfformen ist deshalb nicht nur für konventionell militärisch unterlegene Gegner, wie etwa für nichtstaatliche Gruppierungen im Kampf gegen Staaten, attraktiv. Von Vorteil sind sie auch für militärisch starke Staaten, die daran interessiert sind, auf weltpolitischer Ebene den Anschein der Beachtung internationalen Rechts zu wahren und einer Verurteilung durch die internationale Staatengemeinschaft zu entgehen. Hybride Kampfformen ermöglichen es dabei, die eigenen Mittel sparsam einzusetzen und dennoch dem Gegner schweren Schaden zuzufügen. Bei entsprechend gewählten Angriffsformen kann auch die Zahl eigener Toter systematisch minimiert werden, was insbesondere im Blick auf die wenig heroisch gestimmten Öffentlichkeiten westlicher Demokratien ein gewichtiger Vorteil ist. Eine Antwort auf hybrid agierende Angreifer zu finden, fällt traditionellen militärischen Einheiten hingegen ausgesprochen schwer. Die hohe Effektivität und Attraktivität hybrider Kriegsführung für staatliche wie nichtstaatliche Akteure lassen deshalb erwarten, dass diese Form der Kriegsführung zukünftig dominieren wird. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.